Ja, guten Tag. Guten Tag an alle Teilnehmer von diesem Webinar. Mein Name ist Bachmann-Holdau und ich bin die leitende Ärztin der Abteilung für Schmerztherapie in der Klinik St. Josef in Wuppertal. Ich hoffe, es können alle was sehen und es können mich alle hören. Es ist so, dass ich halt eben die verschiedenen Themen vorstellen werde, versuche Sie zu informieren, damit Sie ein Verständnis haben, was und wofür heutzutage Cannabisprodukte eingesetzt werden und wieso etwas möglich ist in der Therapie. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie auch schon während des Vortrages das in den Chatraum schreiben und dann werden hinterher die Fragen beantwortet, also vorgelesen und beantwortet. Wenn es zu viele sind, kann es nur ausfallweise passieren, aber so wäre dann der Ablauf. Also ich fange jetzt an. Es geht um die Therapie mit Cannabisprodukten. Und ja, zuerst kommt immer noch eine Folie, sozusagen, ob man Interessenkonflikte hat, habe ich nicht. Also ich arbeite mit keiner dieser Firmen zusammen, die in irgendeiner Form mit Cannabisprodukten zu tun haben. Ja, ich habe erstmal aufgeschrieben, was sind denn so die gängigen Gedanken zu Cannabis? Es kommen ja halt eben sehr verschiedene Patienten zu uns. Und haben halt eben auch sich vorher schon mal Gedanken gemacht oder damit Berührung gehabt oder haben halt eben in Medien etwas dazu gelesen und es ist natürlich eine Menge Halbwissen dabei. Also die einen meinen, das wäre halt eben eine Wellnessdroge und es wäre auf keinen Fall ein neues Medikament. Manche meinen, man sollte primär nur noch mit Cannabis die Patienten behandeln, weil es ein natürliches Präparat wäre. Und viele gehen auch davon aus, dass es immer hilft und gegen alle Schmerzen. Dem ist nicht so. Es ist auch nicht so, dass es keine Nebenwirkungen hat oder haben kann. Also natürlich gibt es Patienten, die es sehr gut vertragen, aber es gibt auch welche, die es nicht gut vertragen und die dann sagen, es ist genauso wie bei jedem anderen Medikament, halt, ich vertrage es zum Beispiel nicht und kann es eben dann nicht einnehmen. Man kann es auch nicht einfach verschreiben. Das wird auch immer wieder mal vorgeschlagen. Da sind die Hürden sehr hoch. Da komme ich gleich nochmal auf dieses Thema zurück. Ja, man kann auch nicht immer auf andere Medikamente und Therapien verzichten. Das ist ja auch der Wunsch vieler Menschen, die halt eben denken, dann kann man mit dem Cannabis viele Probleme lösen. Ja, man kann damit verschiedene Probleme teilweise lösen, aber eben nicht immer die anderen Medikamente dann auch alle absetzen oder darauf verzichten. Es ist auch nicht preisgünstig, nur weil es vielleicht aus einer Pflanze kommt, sondern es gehört zu den höherpreisigen Präparaten und auch deswegen ist natürlich der flächendeckende Einsatz nicht möglich. Ja, es heißt auch immer wieder, man kann es frei kaufen, das gilt aber nur für das CBD und nicht für das THC in den Cannabispflanzen. So, was ist Cannabis? Es ist halt eben eine Pflanze. Jeder weiß mittlerweile ja auch, wie sie aussieht. Die ist ja quasi auf jedem Werbeplakat. Ja, sie hat halt eben verschiedene Inhaltsstoffe, die unterschiedliche Wirkungen haben. Und es gibt zwei hauptsächliche Bestandteile. Einmal das CBD, was eben auch frei erhältlich ist, Cannabidiol. Das läuft nicht unter dem Betäubungsmittelgesetz. Und dann gibt es das THC. Das ist sozusagen einer der Hauptwirkstoffe. Und er fällt unter das Betäubungsmittelgesetz, weil es auch berauschende Wirkung haben kann. Es gibt aber noch fast 100 andere Inhaltsstoffe und dazu gehören eben Terpene und Flavonoide, die aber noch nicht alle einzeln und erforscht sind und eben auch einen kleineren Anteil ausmachen. Ja, welche möglichen Wirkungen haben denn jetzt diese zwei Hauptinhaltsstoffe, das CBD und das THC? Also es wird eingesetzt hauptsächlich zur Schmerzlinderung. Es kann beruhigend wirken, es kann anregend wirken, es kann eine Schlafverbesserung machen, es kann zur Entspannung beitragen, es kann eine direkte Muskelentspannung machen. Bei manchen Menschen kann es eine Konzentrationsverbesserung herbeiführen und es ist das einzige Medikament, was bei einem chronischen Schmerz eine Schmerzmodulation hervorrufen kann. Also das Gehirn stellt sich auf einen chronischen Schmerz ein. Und das, was dann der sogenannte Thalamus da macht oder wie er sich umgestaltet, das ist etwas, wo das Cannabis auch ansetzen kann. Ja, welche möglichen Wirkungen haben Sie noch? Sie können halt antidepressiv wirken, Sie können gegen Übelkeit wirken, Sie können angstlösend sein, Sie haben eine gewisse antientzündliche Wirkung, da komme ich später nochmal drauf zurück. Sie haben eine antiepileptische Wirkung. Daher ist das CBD auch für zwei Spezialfälle von kindlichen Epilepsien zum Beispiel jetzt zugelassen.
Es kann den Appetit anregen, es kann eher so die Darmtätigkeit fördern. Das macht nicht so sehr wie Opiate eine Obstipation, also Verstopfung. Und es kann auch die anderen Schmerzmittel verstärken, sodass, wenn man halt mit den normalen Schmerzmitteln nicht zurechtkommt, dann kann es einen positiven Effekt zusätzlich haben. Ja, einmal sozusagen jetzt die Wirkungen vom CBD. Da heißt es halt, es ist sozusagen geringer analgetisch wirksam. Deswegen ist es halt auch limitiert. Also viele Patienten kaufen sich das und für leichtere Schmerzen oder wenn die halt gerade den passenden Schmerz dafür haben, können die auch dadurch sich damit ganz gut helfen. Aber jetzt für stärkere Schmerzen oder schwer chronifizierte Schmerzen ist das CBD meistens eben nicht ausreichend. Es ist eben auch antientzündlich, es wirkt auch gegen Psychosen, es wirkt eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, gegen epileptische Anfälle, es wirkt schützend für die Nerven, es ist eben für die angstlösende Wirkung auch verantwortlich, und es wirkt auch, sage ich mal, gegen beziehungsweise selbst nicht so stimmungsaufhellend, antriebssteigernd. Es ist also eher sedierend. Also sedierend heißt müde machend, beruhigend. Ja, das THC ist halt eben auf der schmerzlindernden Seite stärker und es ist auch muskelentspannend. Es wirkt gegen Übelkeit. Es wirkt durch die Appetitanregung gegen ja, Muskelabbau, starke Gewichtsreduktion. Es ist auch angstlösend wirksam. Es kann anregend sein oder sedierend sein. Das hängt auch ein bisschen von der Pflanze ab. Und es hat auch eine antientzündliche Wirkung. So, daneben gibt es aber auch Nebenwirkungen und die treten halt schon immer wieder auf. Man hat so Nebenwirkungsrate von ungefähr 35% bei der Medikation oder der Einstellung halt mit Cannabispräparaten. Dazu gehören Müdigkeit, manche Patienten klagen über Benommenheit, manche klagen über Durchfall, über Gewichtszunahme. Das ist jetzt nicht ganz so häufig, aber es kommt vor. Manche sagen auch, dass sie Übelkeit davon bekommen, egal ob es sonst eigentlich gegen Übelkeit auch eingesetzt wird oder nicht. Es kann Schwindel machen, es kann Konzentrationsstörungen machen und allgemeines Unwohlsein. Ja, dann ist es so, dass halt eben eine Nebenwirkung besteht, die auch dazu führt, warum man das nicht freigeben möchte, auch nicht als Wellnessdroge. Das ist halt eben, dass gerade im jugendlichen Alter, wenn man das in höheren Dosen konsumiert und man weiß ja auch nicht, was man dann auf dem freien Markt gerade angeboten bekommt, dass wenn man da sozusagen sich mit der Dosis vertut und auch eine hohe Konzentration da drin hat, dass man dann halt, weil vor allem beim Rauchen, eine hohe Spitzenspiegel im Blut erreichen kann. Und damit kann man Psychosen auslösen. Und diese Psychosen sind auch nicht so, dass die dann, wenn der Rausch vorbei ist, sich wieder in Luft auflösen, sondern dann ist der Patient, sage ich mal, auf der psychischen Seite teilweise wirklich schwer geschädigt und hat auch noch lange was davon und befindet sich lange in psychiatrischer Behandlung. Das tritt nicht so häufig auf, aber die Patienten, die es erleben, dafür, bei denen ist das halt eben nicht witzig und da möchte man halt einen Riegel davor schieben. Das hat aber im Prinzip mit der Therapie bei uns relativ wenig zu tun. Aber das ist das, weswegen es halt auch bis zu einem gewissen Maße im Verruf ist. Ja, mit den Cannabisprodukten ist es halt so, dass es halt schon so ist wie bei anderen Medikamenten oft auch. Es gibt halt einfach Patienten, die nicht darauf ansprechen oder wo nur ein Teil der Schmerzen darauf anspricht. Das heißt also halt eben, es gibt Patienten, die sich halt große Hoffnungen machen und denken, das wäre jetzt für sie die Rettung. Und dann gehören sie vielleicht zu denen, die davon keinen Nutzen haben. Aber das kann man dann im Prinzip nur ausprobieren, das kann man nicht hellsehen. Ja, dann heißt es ja, wie gesagt, immer wieder, es ist ja ein natürliches oder naturnahes Produkt. Aber das ist natürlich auch ein bisschen, ja, das ist natürlich jetzt kein besonders gutes Argument, weil viele Medikamente aus dem pflanzlichen Bereich kommen, wie Digitalis zum Beispiel oder Atropin aus der Tollkirsche oder das Opium aus der Opiumpflanze. Und jeder weiß, dass, sage ich mal, der Fingerhut oder die Tollkirsche schon in kleinen Dosen tödlich wirken können und Opium abhängig machen kann, beziehungsweise halt eigentlich in nahezu 100% eben macht, wäre es regelmäßig konsumiert. Und das sind auch alles pflanzliche Präparate. Und im Grunde genommen kann das halt eben nicht als Argument
dienen. Ja, der Pfeifenkieferfrosch zum Beispiel ist ja auch Natur und auch schon sozusagen das Berühren dieses Frosches kann halt eben, sag ich mal, eine tödliche Folge haben. Und deswegen ist das mit der Natur so eine Sache. Ja, wofür wird das Cannabis eingesetzt? Also hauptsächlich wird es eingesetzt in der Mehrzahl der Fälle gegen Schmerzen und da vor allem gegen neuropathische Schmerzen. Das sind also sozusagen im Laienmund so sogenannte Nervenschmerzen. Und dann gibt es halt eben diese Nervenschmerzen auch noch in Mischung mit anderen Schmerzen. Deswegen kann man das halt eben auch bei gemischten sonstigen chronischen Schmerzen einsetzen. Es wirkt ganz gut gegen Migräne. Sag ich mal, da gibt es Patienten, die halt damit auch eine Prophylaxe betreiben können, sodass sie weniger Migränetage haben. Es kann eine Muskelentspannung herbeiführen. Es gibt Patienten, die halt eben unter sehr, sehr, sehr starken Muskelverspannungen leiden, die auf nichts richtig ansprechen oder sagen wir mal, durch bestimmte Erkrankungen Muskelspastiken haben. Also das sind dann noch stärkere Verkrampfungen mit einer Fehlhaltung. Ja, es kann halt eben zur Appetitsteigerung eingesetzt werden. Es kann bei dem Tourette-Syndrom eingesetzt werden, eine spezielle neurologische Erkrankung. Und eben bei der kindlichen Epilepsie, da gibt es zwei Sonderformen und dafür ist das CBD jetzt zugelassen. Ja, wo wirkt es noch? Es wirkt halt eben gegen dieses ADS bzw. ADHS. Es wirkt gegen Angststörungen, gegen Schlafstörungen. Es kann eingesetzt werden gegen Blasenstörungen, gegen chronische Darmerkrankungen. Es wirkt auch, sagen wir, auf posttraumatische Belastungsstörungen mit chronischen Schmerzen. Also es hat sozusagen eine Vielzahl von Facetten. Regulär zugelassen ist es aber halt eben nur für sehr wenige Krankheitsbilder. Einmal die Spastik bei Multipler Sklerose. Dann Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie, zur Appetitsteigerung bei HIV, beim Tourette-Syndrom und eben diesen kindlichen Epilepsien. Ja, es wird aber halt eben, also da kann es generell verordnet werden. Man kann es aber auch verordnen, wenn man es vorher bei der Krankenkasse beantragt hat und die Krankenkasse die Kostenübernahme zugesagt hat. Und da gibt es halt eben drei große Gruppen. Einmal ist es halt palliativ, einmal ist es in der Schmerztherapie und dann neurologisch. Wichtig zu wissen ist halt, wie gesagt, dass man das nicht einfach so verordnen kann, bis auf die wenigen Ausnahmen. Es ist halt nur auf Gesetzeslage zu verordnen. Und diese Gesetzeslage besagt, dass eine schwere Erkrankung vorliegen muss mit einer starken Einschränkung der Lebensqualität. Es müssen die Therapiemöglichkeiten nach Leitlinie ausgeschöpft sein. Das heißt also sozusagen, man muss alle Therapien, die irgendwie belegt sind, dass sie bei der Erkrankung eine Wirkung haben, müssen auch ausgeschöpft sein. Und es muss die Aussicht bestehen, dass eine positive Wirkung erzielt werden kann. So, und nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein Antrag zur Kostenübernahme bei der Krankenkasse gestellt werden. Das Risiko, dass der Antrag von der Krankenkasse abgelehnt wird, liegt circa bei 50%. Das heißt, die Hürden, dahin zu kommen, dass die Krankenkasse die Verordnung trägt, die Hürden sind sehr hoch. Wenn von der Krankenkasse abgelehnt wird, kann man Widerspruch einlegen. Ja, das kann man zweimal. Wenn dann immer noch keine Einigung erzielt werden kann, dann kann das Ganze vor das Sozialgericht gehen. Man muss sagen, es kann eben ungefähr 2 Jahre dauern und der Ausgang ist offen. Man kann aber auch gucken, dass man vielleicht, sagen wir mal, diese Voraussetzungen noch weiter erfüllt, die vielleicht vom MDK, von der Krankenkasse angemahnt werden, dass sie noch nicht erfüllt werden und dann im Verlauf noch mal einen neuen Antrag stellen. Also das heißt weiterhin, die Hürden sind hoch. Ich habe jetzt so ein paar Beispiele für Therapie nach Leitlinie, die halt eben erfüllt sein müssen, zum Beispiel bei einem chronischen Schmerz nach Gürtelrose. Und daran sieht man schon mal, dass halt die Leitlinien eine ganze Menge beinhalten, wie man einen Schmerz behandeln kann. Und wenn man diese Therapien nach Leitlinie durchgeht, einsetzt und der Patient dann, sage ich mal, schon eine Besserung erzielen kann, dann braucht man in diversen Fällen auch Cannabis gar nicht einzusetzen und eben auch gar nicht zu beantragen. Ja, also bei der Gürtelrose zum Beispiel ist das so, also ein Großteil hat eine Gürtelrose ohne Schmerzen, aber es gibt halt eben einen kleinen Teil, der unter starken Schmerzen leidet, entweder für eine gewisse Zeit oder für eine längere Zeit, auch teilweise über Jahre. So, und für diese Patienten gibt es halt verschiedene Medikamente, die gegen diesen Nervenschmerz eingesetzt werden. Es gibt auch verschiedene Opiate, verschiedene Nicht-Opiate.
Es gibt lokale Pflaster, die so ein Lokalanästhetikum beinhalten, also sowas, was der Zahnarzt zum Beispiel auch spritzt, ist da drin. Man kann eine Infusionstherapie machen, man kann mit einem heißen Pflaster, mit diesem Pfefferpflaster arbeiten, man kann das Ganze unterspritzen, man kann mit TENS arbeiten, das ist so ein Stimulationsgerät mit Elektroden, was der Patient selber einsetzen kann. Ja, man kann eben mit Physiotherapie gegensteuern, Entspannungsverfahren, Reha-Sport, Psychotherapie und so weiter. Man kann das Ganze auch, sag ich mal, geballt, in einer geballten Form durchführen, in einer multimodalen, also stationären Schmerztherapie. Ja, dann gibt es noch die Neuromodulation, die man da auch noch in Einzelfällen einsetzen kann. Gut, und das sozusagen müsste man erstmal alles durchhaben, bis man dahin kommt, dass man sagt, okay, ich kann das beantragen. Dann haben wir zum Beispiel als Beispiel Prophylaxe und Therapie der Migräne. Das ist also auch etwas, wo es sehr ausgedehnte Leitlinien gibt. Da gibt es halt prophylaktische Möglichkeiten und die Therapie, also tritt die sozusagen Prophylaxe heißt, ich nehme was ein, damit die Migräne schon gar nicht kommt. Therapeutisch heißt, ich bekomme die Migräne und ich nehme ein Medikament ein, damit sie möglichst schnell wieder aufhört. Ja, da ist es dann so, dass halt eben zu den prophylaktischen Medikamenten gehören halt zum Beispiel Antidepressiva, Beta-Blocker, dann antiepileptische Medikamente, Calcium-Antagonisten, die auch beim Blutdruck eingesetzt werden, dann so eine Kombination von Coenzym Q10, Vitamin B und Magnesium. Man kann mit Sport gegensteuern, Entspannung, die Lebensumstände ändern, Schlafhygiene gewährleisten, Physiotherapie einsetzen, Biofeedback. Ja, man kann sozusagen bei einer hohen Anzahl von Migränetagen im Monat auch mit Botulinumtoxinen, also Botox, arbeiten, was an 31 Stellen gespritzt wird. Und es gibt heutzutage halt eben auch diese CGRP-Antikörper, die sind relativ neu. Auch relativ teuer. Wenn sie indiziert sind, haben sie oft einen guten Effekt mit einem ja, großen Gewinn für den Patienten. So, und therapeutisch, das wissen natürlich viele Leute, die selber Migräne haben, können sich mit Ibuprofen vielleicht helfen oder anderen Medikamenten wie Naproxen oder Diclo, mit Novaminsulfon, mit Paracetamol, mit MCP gegen Übelkeit oder halt dann diesen Triptanen, also wie Naratriptan, Sumatriptan, Rizatriptan, Maxalt und so weiter, gibt es viele Namen. Und man kann eben auch mit Spritzen noch dagegen arbeiten oder man kann zum Beispiel einen Entzug vornehmen von Medikamenten, weil ein zu viel an Medikamenten eben dann wiederum selbstständig einen Kopfschmerz hervorrufen kann und das Ganze verschlimmern kann. So, und man sieht jetzt auch hierin wieder, dass halt eben da sehr viel vorgeschaltet ist. Und die Krankenkassen vorher, bevor das ausgeschöpft ist, auch überhaupt nie einer Cannabistherapie zustimmen würden. Sag mal, dann habe ich hier jetzt nochmal ein Beispiel, Therapie nach Leitlinie bei den Rückenschmerzen, egal ob die jetzt schon mal irgendwie operiert wurden, die Patienten oder nicht an der Wirbelsäule. Da gibt es halt eben auch die üblichen Nicht-Opiate. Man soll eigentlich gar nicht unbedingt mit Opiaten bei Rückenschmerzen arbeiten, schon gar nicht bei normalen, so banalen Rückenschmerzen. Aber es gibt natürlich spezielle Situationen, wo das schon in Frage kommt. Ja, man kann mit muskelentspannenden Mitteln arbeiten, wieder mit den antiepileptischen Medikamenten, sowas wie Gabapentin, Pregabalin, auch mit Antidepressiva. Da sind zwei oder drei zugelassen, auch für die Schmerztherapie speziell. Und ja. Da, das weiß natürlich auch, wissen viele Patienten, ne, dass man mit Spritzen arbeiten kann. Man kann auch da mit dem heißen Pflaster arbeiten. Man kann mit Blutegeln arbeiten. Man kann Infusionen einsetzen. Auch da ist natürlich so die physiotherapeutische Seite ein sehr breites Feld, mit Reha-Sport, Eigenübungen und so weiter. Auch hier kann man natürlich psychotherapeutisch unterstützen, wenn es sich um eine chronifizierte Geschichte handelt, wo man dann so einen Teufelskreis hat von Schmerzen zu Depressionen zu, ja, Depressionen verstärkt wieder die Rückenschmerzen. Und das kann einen Teufelskreis bilden, aus dem man ja auch erstmal wieder rauskommen muss. Auch da kann man in hartnäckigen Fällen halt eben auch stationär behandeln. Man kann da auch in speziellen Fällen halt Neuromodulation einsetzen. Und auch da ist es so, also auch da gibt es manchmal einen Übergebrauch an Medikamenten. Und zu viele Schmerzmittel können auch eben den Schmerz verstärken, sodass es auch da vielleicht mal Sinn macht, hinzugucken, was könnte man absetzen.
Ich komme jetzt nachher nochmal dann, das sind jetzt erstmal Therapien nach Leitlinien, nachher komme ich nochmal auf einzelne Patientenbeispiele und jetzt gehe ich erst nochmal drauf ein, in welcher Form kann ich halt eben Cannabis einsetzen. Einmal gibt es halt eben ölige Tropfen. Alternativ kann man das Öl auch in Kapseln füllen. Es gibt auch Spray, die beinhalten alle, sag ich mal, THC und CBD oder nur THC oder nur CBD. Es gibt die auch als Vollextrakte mittlerweile, dass sozusagen so diese Terpene und diese anderen Zusatzsubstanzen mit drinne sind. Dann gibt es halt die Cannabisblüten, die man inhalieren soll. Die muss man aber erst verdampfen, weil die erst ab einer gewissen Temperatur ihre Wirkung überhaupt entfalten. Und die Cannabisblüten haben den Vorteil, dass sie halt aus verschiedenen Pflanzen kommen und man darüber auch ein bisschen, sagen wir, sich auf den Patienten mehr einstellen kann. Also man hat halt verschiedene Prozente an THC da drinnen. Man kann verschiedene Pflanzensorten, also einmal Sativa, was eher anregend ist, das Indica, was eher sedierend, entspannend, müde machend ist. Oder es gibt auch eben so Zwischendinge, die sich dann Hybrid nennen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Stärken und halt eben auch die mit den verschiedenen Zusammensetzungen dieser anderen 100 Inhaltsstoffe eine teilweise unterschiedliche Wirkung. Ja, dann gibt es auch Patienten, die das in Salbenform einsetzen oder die Kekse daraus backen. Das gibt es auch alles. So, dann habe ich jetzt halt eben noch Beispiele für Patienten, die wir mit Cannabis behandeln und wo man sich schon mal so ein bisschen eine Vorstellung machen kann, wie kann sowas wirken. Zum Beispiel, wenn man jetzt nimmt, Gürtelrose im Bereich des Brustkorbes, da ist es so, dass halt eben alle Therapien nach Leitlinie durch waren bei diesen Patienten und entweder nicht vertragen wurden, nicht geholfen haben, nicht ausgereicht haben oder ihre Wirkung wieder verloren haben. Ja, da kommt sozusagen das THC-Öl in diesem Fall mit niedriger Dosierung dreimal am Tag zum Einsatz, die Abenddosis etwas höher. Dieser Patient konnte im Verlauf der Therapie alle anderen Medikamente absetzen, die jeweils alle keine ausreichende Wirkung hatten. Also man kann die ja nicht sofort absetzen, das würde ja teilweise zu einem Entzug führen, sondern er hat die alle langsam reduziert. Und er hat also diesbezüglich, also der Patient hat jetzt auch noch andere Beschwerden, aber diesbezüglich, bezüglich der Schmerzen mit der Gürtelrose oder Nachgürtelrose, hat er also über die Jahre eine stabile Situation erzielen können mit einer guten Schmerzlinderung und er kann im Gegensatz zu früher abends mit der etwas höheren Abenddosis die Schmerzen so reduzieren, dass er gut einschlafen und gut schlafen kann. Also er kommt auf ein erträgliches Maß an Schmerzen. Ja, dann haben wir eine Patientin, die einen Infekt, eine Infektion, also eine Entzündung entwickelt hatte im Wirbelkanal. Und ja, die Patientin kam zu uns und litt unter Dauerschmerzen. Hier steht NAS 9 bis 10. Also man kann den Schmerz ja nicht von außen her messen. Also man kann ja nicht wie die Fieber messen, sagen, okay, so und so hoch ist jetzt ihr Schmerz, sondern man kann halt eben nur sagen, sag mal, schätzen Sie mal den Schmerz, geben Sie den selber an von 1 bis 10 oder von 0 bis 10. 0 ist gar kein Schmerz und 10 ist der maximale Schmerz, den Sie sich vorstellen können. Und da ist es halt eben so, dass die Patientin angegeben hat, dass der kleinste Schmerz 9 von 10 war und der größte Schmerz eben 10 von 10 und das dauerhaft, also 24 Stunden am Tag. Ja, die Patientin hatte eine hochdosierte Medikation nach Leitlinie mit einer sehr geringen schmerzlindernden Wirkung und mit sehr starken Nebenwirkungen. Ja, dann haben wir die Patientin erst auf Tropfen eingestellt, dann haben wir die auf Cannabisblüten umgestellt und unter dieser Medikation konnte man also das Opiat, was sie drinne hatte, reduzieren auf nahe Null. Und es wurde nur weitergeführt, das Antiepileptikum, was sie gegen neuropathischen Schmerz hatte, das war in ihrem Fall das Pregabalin.
Ja, das hat sich halt eben so ausgewirkt, dass sich ihre Situation deutlich gebessert hat. Also sie hatte also deutlich reduzierte Schmerzen, so im Bereich von NAS 4, 5. Sie konnte sich sehr viel besser selber organisieren. Sie hatte eine bessere Stimmung. Sie konnte sich viel besser motivieren, hatte einen viel besseren Schlaf. Und was wir halt eben immer wieder feststellen, ist, dass die Patienten dann, wenn sie darauf gut ansprechen, halt in eine Situation kommen, wo sie wirklich wieder ihr Leben in die Hand nehmen können und wo sie es einfach wieder auch selbst organisieren können. Ja, dann haben wir einen jungen Mann gehabt, also der ist immer noch bei uns in Behandlung, allerdings mit absteigender Dosierung jetzt mittlerweile. Also er hat eine entzündliche Darmerkrankung. Dazu zählen ja sowas wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Er kam zu uns mit schmerzhaften Durchfällen ungefähr 8-mal pro Tag, jeweils anhalten diese starken Schmerzen für 30 Minuten mit der Schmerzstärke 10 von 10, also das Maximum, was er sich vorstellen konnte. Er hatte eine Gewichtsabnahme, er hatte keine Möglichkeit, an der Schule teilzunehmen oder dann irgendwie mal eine Ausbildungsstelle zu erreichen. Er hatte keine ausreichende Wirkung von der üblichen Medikation, die er halt jetzt für den Darm bekommen konnte zu diesem Zeitpunkt. Und ja, wir haben dann mit den THC-Tropfen angefangen, zusätzlich zu der Opiatmedikation, die er hatte. Und insgesamt, also mit dem Morphinretard zusammen mit dem THC, konnte man halt eben eine deutliche Besserung erzielen. Und das äußerte sich dann so, dass er halt eben wieder am Unterricht teilnehmen kann, dass er wieder an Gewicht zugenommen hat, dass die schmerzhaften Durchfälle nur noch 3 bis 4 Mal am Tag auftreten und das auch nur noch für 5 Minuten und dass die Schmerzen nicht mehr so stark sind bei 10, sondern bei 6 bis 7 und dass man jetzt auch anfangen konnte, halt eben das Opiat langsam zu reduzieren und in der weiteren Folge wird dann also auch versucht, dieses Cannabispräparat dann auch wieder zu reduzieren. Also, das wäre jetzt sozusagen der Patient mit einer entzündlichen Darmerkrankung. Genau, dann haben wir einen Patienten, der einen schweren Schlaganfall erlitten hat durch Hirnblutung und zweimal auch operiert werden musste, um eben das Blut, ja, was ich sozusagen dieses Gerinnsel, was sich im Gehirn gesammelt hatte, da zu entfernen und da zu einer Entlastung und für Platz fürs Gehirn zu schaffen, musste durchgeführt werden. Also 52 Jahre alt mit einem erheblichen Folgeschaden. Ja, er hatte sozusagen immer seitdem starke Kopfschmerzen. Er hatte Schmerzen auf einer halben Körperseite. Litt immer unter Rückenschmerzen, weil er nur noch im Rollstuhl sitzen konnte. Er litt unter starken Schlafstörungen und unter Depressionen. Auch dieser Patient hatte eben schon Verschiedenes durch. Wir haben dann auch noch verschiedene Medikationen eingesetzt. Er konnte dann mit dem Fentanylpflaster, dem Opiatpflaster einigermaßen zurechtkommen. Und ja, wir haben dann halt eben, weil das weiterhin aber unbefriedigend blieb, Cannabisblüten zur Inhalation nach Verdampfen dazugesetzt. Er hat dann davon sehr gut profitieren können. Er hat erstmalig eine deutliche Schmerzreduktion gehabt. Er konnte deutlich besser schlafen. Es konnte, ah, Moment, ich muss mich jetzt mal einmal auf dieses Telefonat hier melden. Also ich halte gerade einen Vortrag und ich kann mich nachher melden, vielleicht in einer halben Stunde, aber jetzt nicht. Und es lohnt sich nicht, jetzt nochmal anzurufen. Ja, also sozusagen die Muskulatur, die auch verspannt war, was ja auch häufig nach einer Halbseitenlähmung auftritt, war entspannter und die Stimmung war deutlich gebessert. Ja, wir haben auch einen Patienten mit einer Demenz, der unter chronischen Schmerzen auch leidet, der gleichzeitig unter schweren Depressionen leidet. Und er kam zu uns mit ständigen Selbstmordgedanken. Er fragte eigentlich bei jeder Visite, ob man denn nicht sein Leben beenden könnte. Und ja, also das war für ihn schon sehr belastend, diese wirklich schwer depressive Stimmungslage. Ja, wir haben ihn dann mit einem passenden Opiat versorgt, passend zu seinen Schmerzen. Das hatte ein bisschen geholfen, aber noch nicht ausreichend. Wir haben auch nochmal das Opiat gewechselt und wir haben zusätzlich halt im Verlauf dann ölige Cannabistropfen dazugenommen.
Ja, man konnte ja dann also wirklich die Schmerzen auf ein erträgliches Niveau senken und die Stimmung war insgesamt deutlich gebessert. Das war dann auch für die Familie insgesamt natürlich positiv, weil also mit jemandem in einer Familie zu leben, der ständig, sage ich jetzt mal, wirklich sehr depressiv ist und seine Mitmenschen immer darauf hinweist, dass er eigentlich am liebsten gerne sterben möchte, ist natürlich auch auf Dauer schwer zu tragen. Also das ließ sich auf jeden Fall stabilisieren. Ja, also das Fazit ist sozusagen, also man muss erstmal die normale Therapie ausschöpfen mit ihren Möglichkeiten. Daran kommt man nicht vorbei und das macht auch Sinn, weil oftmals findet sich halt einfach im Laufe des Prozesses schon eine ausreichende Lösung. In schweren Fällen ist es dann halt eben so, dass schon von den Krankenkassen erwartet wird, dass man die Patienten auch stationär schmerztherapeutisch behandelt. Sozusagen für viele ist das auch eine Voraussetzung. Und während dieses stationären Aufenthaltes kann man dann zum Beispiel eben auch Cannabisprodukte testen, um überall einfach mal zu wissen, ob der Patient darauf ansprechen würde oder nicht. Wenn man dann sieht, aha, es könnte eine positive Wirkung haben oder es hat eine positive Wirkung, dann kann man eben einen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Ja, das wäre sozusagen der Ritt einmal durch die Cannabistherapie und ich denke, Sie werden wahrscheinlich noch Fragen haben und ich denke, der Herr Noth kann mir die dann nennen. Dann kann ich die beantworten oder wenn ich keine Antwort habe, werde ich es auch sagen. Mache ich gerne. Es sind Fragen eingegangen tatsächlich. Und zwar zum Beispiel die Frage, hilft CBD-Öl gegen Schmerzen? Ja, also bis zu einem gewissen Maße kann das gegen Schmerzen helfen. Also man kann es durchaus ausprobieren. Es geht aber nur als Selbstzahler. Das CBD wird von den Krankenkassen so gut wie nie bezahlt und schon gar nicht solo. Also von daher gesehen, das ist etwas, was man dann frei kaufen kann. Ich würde es immer bei einer Apotheke beziehen, damit man auch weiß, was drin ist, weil im Internet nicht immer das drin ist, was draufsteht. Ja, das kann man auf jeden Fall einsetzen. Man kann, finde ich, damit eigentlich auch nicht viel verkehrt machen. Und wenn es hilft, dann ist es gut. Und wenn es nicht hilft, dann kann man das auch problemlos wieder weglassen. Das macht keine Entzugserscheinungen und nichts der Art. Okay. Dann fragt noch jemand, was ist bei der Antragstellung zu beachten? Naja, bei der Antragstellung ist vor allem zu beachten, dass man die Voraussetzungen erfüllt. Sonst braucht man den Antrag gar nicht zu stellen. Das Zweite ist, dass von Gesetzes wegen stellt quasi der Patient den Antrag. In der Realität läuft es aber so, dass halt ein Arzt den Antrag stellt, weil er das ja auch medizinisch untermauern muss. Und daher braucht der Arzt dann noch eine Vollmacht vom Patienten, damit er für ihn quasi diesen Antrag stellen kann. Also bei uns läuft es so, dass wir halt eben mit dem Patienten überhaupt erstmal die ganze Therapie im Vorfeld begleiten, auch gucken, was ist noch mal davor gewesen, was fehlt noch, was müssen wir noch machen, wie können wir ihm noch helfen. Dann sozusagen erhalten wir vom Patienten die Vollmacht, machen den Antrag fertig, der halt sehr aufwendig ist, damit er auch wasserdicht ist, und dann geht er an die Krankenkasse. Und die Antwort der Krankenkasse kommt aber halt immer an den Patienten. Und das deswegen, weil dann wieder die Fristen laufen, muss der Patient sich auch möglichst schnell an uns wenden. Also kommt eine Zusage von der Krankenkasse, dann ist es so, dass halt eben natürlich der Patient sich an uns wenden kann, dass wir es verordnen können. Kommt eine Ablehnung von der Krankenkasse, hat man 4 Wochen Zeit, Widerspruch einzulegen. Und Widerspruch einlegen muss der Patient und wir. Okay. Dann kam gerade die Frage, hilft Cannabis beim Morbus Parkinson bzw. schlimmer Arthrose? Ja, also 2 Punkte. Bei dem Parkinson wurde es eine Zeit lang beworben für die Behandlung des Zitterns. Es hilft nicht gegen die Steifigkeitsproblematik. Also ich habe es nur bei wenigen Patienten eingesetzt, weil ich keine Neurologin bin und sozusagen natürlich nicht primär mit Parkinson-Patienten arbeite, sondern ich arbeite mit Parkinson-Patienten, wenn sie Schmerzen haben und wegen Schmerzen zu mir kommen. Ja, ich kann schon sagen, es gibt Patienten, die davon bis zu einem gewissen Maße profitieren. Aber mir fehlt einfach die Breite der Erfahrung, um zu sagen, ob es wirklich in der Breite auch Sinn macht. Wie gesagt,
Beschrieben ist es hauptsächlich im Einsatz gegen den Tremor. Ich habe aber auch schon mal einen Patienten gesehen, der sich darunter dann besser bewegen konnte. Aber wie gesagt, da ich kein Neurologe bin, habe ich damit einfach keine weiterführende Erfahrung. Gegen schwere Arthrose, ja, da ist es halt eben so, ja, es könnte einen positiven Effekt haben. Man muss halt davon ausgehen, dass die schwere Arthrose jetzt nicht so viel mit dem neuropathischen Schmerz zu tun hat. Also das wäre dann eher sozusagen über diese Chronifizierung, dass es lange besteht, dass man so eine sogenannte Mixed Pain hat. Und es könnte sein, dass das Cannabis dabei einen positiven Effekt zeigen könnte. Es muss es aber nicht, weil, sage ich jetzt mal, die höhere Chance, dass es was hilft, ist beim neuropathischen Schmerz. Aber wir versuchen es, wenn alles ausgeschöpft ist, eigentlich bei jeder Sorte von chronischem Schmerz. Okay, danke. Dann noch die Frage, hilft Cannabis bei Polyneuropathie im fortgeschrittenen Stadium? SCS-Elektroden sind schon gesetzt und starke Medikamente Restex und Restex-Retard. Ja, ich denke, man kann es auf jeden Fall probieren. Wir haben eigentlich, sagen wir mal, die besten Erfahrungen bei Polyneuropathie nach Chemotherapie. Aber es macht nichts gegen das Kribbeln und gegen, also das, da könnte es noch was tun, aber es macht nichts gegen die Taubheit und gegen die Gefühllosigkeit und gegen eine Gangstörung, wenn man quasi kein Gefühl mehr in den Füßen hat. Aber bis gegen das Kribbeln kann es bis zu einem gewissen Maße was machen und es könnte was gegen die begleitenden Schmerzen machen. Ja, das kann es. Okay. Dann kam die Frage, kann ich CBD-Öl überdosieren? Ich nehme zurzeit morgens und abends 3 bis 4 Tropfen. Kann ich es dauerhaft nehmen? Ja, 3 bis 4 Tropfen von wie viel prozentig? Das müsste dann vielleicht noch beschrieben werden. Genau, da brauchen wir erstmal einmal dann nochmal diese Aussage. Okay. Dann die Frage, geht es bei der, 15% steht hier gerade. 15%? Ja. Ja, 3 Tropfen, ja. 3 bis 4 Tropfen oder so. 3 bis 4 Tropfen, genau, morgens und abends. Ja, also das kann man auf Dauer einnehmen. Man muss halt eben schon damit rechnen, aber das müsste man ja merken können, ob es einen halt eben müde macht oder nicht. Ich denke, bei der Dosierung muss man sich dann auch schon kritisch fragen, ob man halt eben fahrtüchtig ist oder nicht. Wenn man das für sich bestätigen kann, dass es einen nicht müde macht und nicht in der Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt, dann kann man das machen. Ein Nachteil der Dauereinnahme ist nicht beschrieben. Okay. Dann fragt jemand, geht es bei der Krankenkassengenehmigung nur um die Bezahlung oder ob der Arzt überhaupt Cannabis verschreiben darf? Was ist, wenn ich privat bezahle? Wenn ich es privat bezahle, dann brauche ich sozusagen keinen Antrag an die Krankenkasse. Also dann, sage ich jetzt mal, ist die Krankenkasse außen vor und dann gibt es ein Rezept als Selbstzahler. Aber der Arzt muss es natürlich trotzdem medizinisch vertreten können. Okay. Gut, einen haben wir noch. Ich habe gelesen, dass Cannabis auch bei Autismus eingesetzt werden kann. Ist es gefährlich und würde es auch empfohlen bei psychischen Problemen wie Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen? Ja, also dazu kann ich sagen, ich selber bin davon überzeugt, dass es einem Teil der Patienten, Großteil will ich jetzt nicht sagen, weil ich bin eben kein Neurologe, kein Psychiater, positiv sein könnte. Aber da kann ich es ja nicht verordnen, weil ich bin kein Neurologe und ich behandle keine Autismuspatienten. Wenn, das ist wie beim Parkinson vorhin, wenn jemand mit einem Autismus zu mir kommt und hat einen Schmerz und ich behandle ihn wegen Schmerz und das hat gleichzeitig dann das Cannabis möglicherweise einen positiven Effekt auf seinen Autismus, dann ist das schön. Aber ich kann nicht den Autismus behandeln. Also das müsste dann ein Neurologe oder Psychiater tun. Und dazu müsste man halt eben jemanden finden, der das medizinisch vertritt und der dann auch sozusagen eine Antragstellung entsprechend bei der Krankenkasse durchficht oder fechten möchte. Gut, es kommt noch eine Frage gerade rein. Kann man sie direkt über E-Mail erreichen, um das weitere Vorgehen zu unterstützen, um die Möglichkeit zu prüfen, ob mir Cannabis hilft? Also was ist jetzt gemeint mit E-Mail erreichen? Also sage ich jetzt mal, wir haben ja eine E-Mail-Adresse von der Schmerztherapie hier im Josef-Krankenhaus und da kann man jede Frage im Prinzip dieser Art hinschicken, wenn sie was mit Schmerztherapie zu tun hat.
Genau, wir haben ein Kontaktformular auch auf der Seite. Chronischem Schmerz, ja. Genau, da kann man auch weitere Fragen hinschicken. Gut, dann sind wir durch, würde ich sagen. Vielen Dank. Ja, Und sehr auch gerne. danke an die Zuschauer. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Danke. klar. Wiedersehen. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.